Ja, hallo und herzlich willkommen zum 1000 Abonnenten Special. Ja, 1000 Abonnenten haben wir jetzt erreicht und es ist ja gepflogene Tradition bei YouTube, dass man alle Runderzahlen, also 1000, 10.000, 100.000 und so weiter, ein kleines Special macht, was ja nicht ganz zum Thema gehört, aber natürlich wollen wir nicht ganz vom Thema weg. Das wird jetzt also kein Theorievideo, ihr seht jetzt keine Untersuchung. In diesem Video möchten wir euch mal das Team vorstellen. Ihr kennt mich und Jan, die vor der Kamera stehen, und ab und an hört ihr nochmal jemand anderen auf der Aufnahme, der uns begleitet, was nicht zwingend immer ein Teammitglied sein kann, aber ein Fahrer von uns, der gern mal uns fährt und mit auf Tour gehen möchte, oder jemanden, mit dem wir kooperieren, wie den Björn. Und heute aber soll es mal um alles gehen, was wir machen, die ganzen Bereiche, sozusagen vom Bericht, was so der Ursprung einer jeden Sache ist, bis zum Video, die einzelnen Schritte ganz grob, wer bei uns zum aktuellen Status sozusagen gerade dabei ist, was derjenige wie macht. Und ich bin selber gespannt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist natürlich alles nicht geskriptet. Wir machen sowas ja nie geskriptet. Und es ist für mich auch eine schöne Gelegenheit zu sehen, wie das Team die Aufgaben selber wahrnimmt. Klar redet man miteinander, aber wenn man zu den Dritten redet, also quasi zu euch, ist das ja nochmal was ganz anderes. Ihr werdet mich allerdings in dem Video ganz häufig sehen, weil ich eigentlich schon so gut wie jeden Bereich tätig bin. Das ist so ein bisschen die Aufgabe als Chef. Und wenn man ein kleines Team hat, dann muss man halt als Chef, sage ich mal, reinspringen in jede Lücke, die nötig ist. Aber es gibt auch ein paar Themen, die ich gerne bei mir behalten möchte. Und ich sage mal, jetzt fangen wir ganz einfach an. Die Grundlagenrecherche. Ja, der Name verrät schon viel. Es geht darum, erstmal Grundlagen zu schaffen. Das bedeutet, ganz simpel gesprochen, wir hören einen Bericht, jemand erzählt uns was, wir lesen in der Quelle irgendwas, wir sehen ein Video, wo, ich sag mal, angeblich was passiert. Dann ist es die Sache, okay, wir machen eine Akte draus. Sprich, wir haben da so ein paar vorgegebene Maßnahmen, damit das auch alles wissenschaftlich einerseits genau ist und andererseits gleichartig, damit es vergleichbar ist. Und dann wird der Bericht zu einer Grundlagenakte. Da wird die Quelle genannt, es wird ja ergänzt, was man schon so findet. Der Bericht wird kurz nochmal dargestellt in eigenen Worten. Es wird sozusagen wirklich halt ein Grundgerüst geschaffen. In der Grundlagenrecherche bin ich selbst immer noch sehr gern aktiv. Ab und an stelle ich halt tatsächlich, wenn ich nochmal 5 Minuten über habe, eine Grundlagenakte. Und ist für mich auch mal ein ganz angenehmer Teil. Ist eigentlich auch ein sehr spannender Teil, weil man befasst sich dann damit eher. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr ein Gruselvideo seht, dann seht ihr es erstmal, meistens ja nur ein kurzer Ausschnitt. Und wenn wir das aber sehen oder ich das sehe, dann nehme ich mir das, notiere mir, wo habe ich es gesehen. Oder wenn ich eine Buchquelle habe, dann schreibe ich mir halt die ISBN auf, mache die ganzen Sachen. Und dann kriegt das erstmal alles so ein Gerüst, auf dem man fundiert arbeiten kann. Das ist auch mal eine ganz angenehme, ruhige Sache, die sehr viel Spaß macht. Wer da aber hauptsächlich aktiv ist und die ihr heute das erste Mal kennenlernt, das ist die Jasmin. Und die wird euch jetzt mal die Grundlagenrecherche aus ihrer Sicht erzählen. Hallo liebe Community, ich bin Jasmin, ich bin jetzt seit ungefähr 13 Jahren Teil der GWS. Meine Aufgaben sind die Grundlagenrecherche und die Aufbaurecherche. Zur Grundlagenrecherche, was mache ich da? Meistens habe ich vor mir viele Bücher zu liegen, da gucke ich dann halt eben mir Geschichten, Sagen, Mythen, Legenden an, die halt eben zu einem bestimmten Ort existieren. Versuche dann halt eben herauszufinden, ist dieser Ort heute noch da an der Stelle, wo kann ich ihn lokalisieren sozusagen, und versuche zu notieren, was ist eigentlich der Inhalt dieser Legende, dieser Sage an der Stelle, um herauszufinden, ob das für unsere Sache an der Stelle dienlich ist. Für mich ist das immer sehr spannend. Es ist ein Einblick in die Vergangenheit, in die Geschichte unseres Landes, verschiedener Städte an der Stelle. Dadurch wurden ja teilweise bestimmte Namen von Regionen geprägt. Das ist immer sehr aufregend dann zu erfahren irgendwo. Ich fühle mich dann meistens eigentlich immer so auf dem Forscherzweig und versuche halt eben dort vor allem die Geschichte halt eben zu beleuchten. Ja, die Aufbaurecherche schließt sich an der Grundlagenakte und der Grundlagenrecherche an.
Da wird die Akte, die, wie der Name sagt, zugrunde liegt, genommen und wird mit Inhalt gefüllt. Es wird geschaut, gibt es noch andere Berichte zu diesem Ort? Wir sortieren das in der Regel nach Orten, bei der Kryptozoologie, nach Lebewesen, bei der Xenologie, meist nach Objekten oder nach Auftreffen. Es wird auf jeden Fall geschaut, gibt es noch anderweitige Berichte dazu aus anderen Quellen? Inwieweit decken die sich? Wie sieht es aus? Gibt es den Ort heute noch? Wie ist die Zugänglichkeit? Gibt es einen Eigentümer? Braucht man eine Genehmigung? Es wird in der Akte also möglichst alles aufgenommen, was man findet. Man versucht, die zu füllen und ist auch ein ganz wichtiger Job, weil für die, die dann auf der Untersuchung unterwegs sind, die orientieren sich dann daran und arbeiten damit. Also wenn es heißt, ein Geist soll nachts umgehen, dann wird man versuchen, den Fokus auf die Nacht zu legen. Heißt es aber, der Geist geht nur am Tag um, dann wird man halt am Tag hauptsächlich hinfahren. Deswegen ist die Aufbaurecherche ganz, ganz wichtig. Und ich selbst habe da auch früher viel gemacht, mache da aktuell so ein bisschen mal, wie gesagt, wenn Not am Mann ist. Aber hauptsächlich haben wir da zwei Leute aktuell, die es machen. Das ist die Jasmin, die würde ich gleich ein paar Worte dazu sagen. Und dann der Manfred, der uns auch da unterstützt. Und ja, ich übergebe jetzt an die beiden mal das Wort. Aufbaurecherche ist etwas, was ich etwas weniger mag, weil Aufbaurecherche heißt Intensivarbeit. Bei der Grundlagenrecherche habe ich ja meistens ein Buch und da schreibe ich erstmal daraus heraus, was halt eben für uns wichtig ist. Aufbaurecherche heißt jetzt wirklich detailliert. Das heißt also, wenn ich schon herausgefunden habe, okay, an diesem Ort ist etwas, dann muss ich nochmal richtig genau nachschauen, okay, wie sind jetzt haargenau die Koordinaten dieses ganzen Bereiches, der zu untersuchen sind, wie groß ist das Areal sozusagen, was wir zu untersuchen haben. Die Aufbaurecherche heißt dann auch immer wieder herausfinden, ist dort ein Eigentümer, ein Besitzer vorhanden, den wir ausfindig machen können. Das heißt, ich muss auch versuchen, vielleicht schon mal für unsere Telefonisten an der Stelle eine Telefonnummer herauszusuchen. Gibt es vielleicht eine Webseite, weil das Ganze ein sehr großes Aufsehen auch schon im Social-Media-Bereich irgendwo auf sich zieht oder weil halt eben ganz viele Leute das besuchen an der Stelle. Ich versuche dann halt eben auch schon zu planen, wie kommen wir vielleicht sogar dahin in dieser Aufbaurecherche? Wer sind halt eben unsere Ansprechpartner? Webseiten an der Stelle, die ich halt eben dann mehrfach durchgehe, um zu schauen, ob wir da noch eine genauere Quelle haben, die vielleicht auch nicht unbedingt gerade noch immer 50 Jahre alt oder sowas ist an der Stelle, sondern wirklich was Hochaktuelles, um halt eben auch eine prägnante Sache an der Stelle mitzuhaben. Aufbaurecherche ist intensiv, ist nicht ganz meins, aber ich mache es irgendwo auch, damit wir weiter vorankommen, dass wir halt eben nicht nur dort einen Haufen Sagen auf der einen Seite haben, auf die vielleicht gar nicht mehr irgendwo hinhauen. Ja, okay, hallo, ich bin der Manfred. Ich bin seit dem 2022, in der zweiten Jahreshälfte in etwa bei GWS. Bei GWS mache ich im Prinzip Recherche und Untersuchungen mit. Das sind zwei Gebiete, die mir eigentlich gut liegen. Aufmerksam geworden tatsächlich über den YouTube-Channel. YouTube gespickt mit irgendwelchen Teams, die Ermittlungen betreiben. Fand ich bei GWS jetzt am glaubwürdigsten, weil da so ein bisschen der wissenschaftliche Aspekt sehr ausgeprägt ist auch. Ich habe dann einfach mal aus Spaß angefragt und habe dann ungefähr 14 Tage später noch eine Zusage bekommen. Ja, also insgesamt gefällt es mir bei GWS. Die Dinge, die ich tue, also halt auch telefonieren, um zum Beispiel eine Drehgenehmigung zu bekommen etc., macht mir schon Spaß. Ist ein guter Ausgleich zu meinem Job, der oft sehr stressig und auch anstrengend ist. Da komme ich wirklich dann so für eine kurze Zeit aus diesem ganzen Stress raus und kann wirklich Dinge tun, die mir Spaß machen, die mich auch interessieren. Ich schaue mir halt sehr viel an in verschiedenen Quellen, YouTube, Ghostflix etc. Und wenn ich mir denke, das ist eine Sache, da würde ich gerne auch mal schauen, dann stelle ich die einfach bei euch vor. Und ja, bis jetzt
ist das immer auf großen Anklang auch gestoßen, ne? Also passiert halt nebenher, ne? Also ich bin da jetzt nicht gezielt, dass ich irgendwas suche, sondern ich gehe einfach so ein bisschen nach den Titeln intuitiv auch vor und schaue mir da Videos an. Und wenn dann da ein Projekt oder ein Objekt ist, das ich interessant finde, dann schlage ich es einfach vor. Das ist immer nicht einfach zu erklären. Das ist einfach so eine entspannte Geschichte, ne? Denn da hat man einfach mal, man sitzt einfach, muss nicht viel tun, guckt einfach nur zu. Das ist das, was mir daran so ein bisschen gefällt, ne? Es ist halt so ein, ja, erholsamer Aspekt auch. Und das sind ja alles Dinge, die, also auch paranormale Untersuchungen, die halt schon interessant sind. Und ich finde halt auch immer spannend zu sehen, wie das andere machen. Vielleicht durchschaut man auch den einen oder anderen Fake, denn da wird auch viel gefaked leider in dem Bereich. Ja, das sind so die Dinge, die ich daran spannend finde. Die Recherchen sind allerdings mit den zwei Sachen nicht zu Ende. Ein Punkt, den ich gerne noch extra nenne, den man aber, wenn man möchte, auch in die Aufbaurecherche mit reinpacken kann, ist das, was ich immer Telefonie und Genehmigung nenne. Warum? Ja, es gibt viele Orte, wo man natürlich nicht einfach so hingehen kann. Die sind noch in Benutzung, es gibt einen Eigentümer, die sind abgesperrt, etc. pp. Das bedeutet, man braucht eine Genehmigung. Und da ist natürlich der nächste Schritt, den Eigentümer rauszufinden, was in Deutschland ein riesengroßes Problem ist, weil klar gibt es Liegenschaftskataster und Grundbuchämter, die Daten haben. Die dürfen die aber nur rausgeben, und das ist tatsächlich kein Witz, wenn man vom Eigentümer die schriftliche Einwilligung dazu hat. Das bedeutet, möchte man vom Katasteramt erfahren, zum Beispiel, wer der Eigentümer ist, dann muss man ihm ein Dokument vorlegen, wo der Eigentümer unterzeichnet hat, dass er damit einverstanden ist, dass man diese Auskunft einholt. Ihr seht, das ist großer Quatsch. Wenn ich die Unterschrift vom Eigentümer hätte, dann würde ich nicht fragen, wie heißt denn der Eigentümer? Das führt leider aber oft dazu, dass man zu Objekten gar keinen Eigentümer findet, weil es gibt kein öffentliches Register, wo man einfach so reingucken könnte. Da ist man ein bisschen auf Zeitungsberichte, ein bisschen auf Kommunikation mit Leuten, die vielleicht in der Nähe wohnen und so weiter, darauf angewiesen. Und das gehört halt zu dieser wichtigen Punkt der Telefonie und der rechtlichen Sachen und führt halt meist dazu, dass man natürlich dann irgendwann hoffentlich den Eigentümer hat und diesen um eine Genehmigung bittet, und das funktioniert in der Regel meist nur im Telefongespräch. Und die Chancen sind ja schwer. Es gibt welche, die sind dafür offen, es gibt andere, die sind total dagegen. Da ist eigentlich fast alles dabei, und manchmal hat man Glück, manchmal nicht. Und da gibt es jemanden, der das ganz speziell als seinen größten Fokus bei uns macht. Und das ist der Manfred, und er wird euch mal das jetzt aus seiner Sicht schildern. Also ich kontaktiere Besitzer oder Einrichtungen von Objekten, die wir untersuchen möchten. Da wir das Ganze dokumentieren, ist es notwendig, dass wir dann auch eine Drehgenehmigung bekommen. Zum einen ist es nicht so ganz einfach, Besitzer davon zu überzeugen, dass man die haben muss. Und erweitert dann nochmal in der Schwierigkeit ist, dass die halt einverstanden sind, dass das Ganze auch auf YouTube zum Beispiel gestreamt wird. Ja, das ist eine richtig kleine Herausforderung. Man muss sich da so ein bisschen eine Strategie überlegen und ja, entsprechend vorbereitet dann auch ins Gespräch gehen. Es ist halt immer so, man hat ja ein Bauchgefühl. Beim Grafen war das echt gut, ne? Das war ein Gespräch, was wir geführt haben, was wirklich genial gewesen ist. Da ging es halt auch darum, in den Räumlichkeiten eine Drehgenehmigung zu bekommen. Und ja, da hat er sich halt einfach nicht mehr gemeldet, ne? Also das war halt so vorher richtig ja, eine Euphorie, kann man sagen, weil das Gespräch so gut gelaufen ist, weil das einfach komplett harmonierte und ich eine gute Wellenlänge zu dem auch hatte und das Gespräch sehr, sehr vielversprechend auch verlief, war ich dann schon ein bisschen enttäuscht, als er sich halt nicht mehr gemeldet hat, ne? Und jetzt gibt es halt irgendwo keine Möglichkeit mehr, da einen Kontakt aufzubauen, zumindest vorübergehend jetzt nicht, weil sich da auch offensichtlich die Telefonnummer geändert hat. Das ist so, fällt mir gerade so als Beispiel ein.
Ist alles recherchiert, haben wir eine Genehmigung, dann rücken wir an den Untersuchungsort aus. Natürlich wird das vorher noch ein bisschen geplant, was nimmt man mit, wann fährt man hin, wie lange, was braucht man und so weiter und so weiter. Es wird natürlich im Vorfeld schon so gut es geht geplant, aber der Kernelement ist dann halt die Untersuchung und da sind wir je nach Ort meist 4 bis 8 Stunden, bauen unsere Geräte auf, nehmen die Messungen vor, stellen Fragen, schauen uns den Ort an, versuchen Kommunikation aufzunehmen und da sind natürlich die 2 wichtigsten Leute, ich und Jan, die ihr dann natürlich auch im Video zur Untersuchung seht. Manchmal haben wir noch ein paar Begleitungen dabei, aber wir 2 sind so, ich sag mal, das Hauptteam und ja, das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Die Ergebnisse seht ihr, wie das abläuft, besser als ich das hier erklären kann in den zahlreichen Untersuchungsvideos, die wir haben. Ich selbst kann dazu natürlich was sagen, ist natürlich eins meiner Hauptgebiete. Ich liebe es, dort unterwegs zu sein, es ist spannend. Anstrengend ist allerdings immer das Schleppen der Ausrüstung, die wiegt ungefähr 55 Kilogramm. Und natürlich sind die Orte, wo wir sind, kein Drive-In. Das heißt, wir haben relativ lange Laufwege manchmal. Beste Beispiel ist Eckeweg, da sind wir hin und zurück 6 Kilometer gelaufen und auf dem Eckeweg selbst nochmal 14 Kilometer während der Untersuchung. Das macht 20 Kilometer, das ist schon ein ganzes Stück. Aber es ist spannend, man erlebt es hautnah und man kann, egal wie viel Mühe man sich gibt, das im Video gar nicht so unterbringen. Im Video sind alle Geräusche immer gedämpfter und man sieht weniger als mit bloßem Auge, egal wie gut die Kamera ist. Und es ist ein ganz anderes Feeling. Eine Kamera kann das halt einfach nicht einfangen, wenn eine Tür irgendwo zuknallt und der Boden unter einem bebt, während der Schall einem um die Ohren fliegt. Das hat was, das ist Adrenalin pur, sage ich mal. Es ist aber natürlich auch eine Kunst, da ruhig zu bleiben und vor allem sachlich zu bleiben, die Sache zu analysieren und nicht in Panik zu geraten. Aber das macht die Sache gerade so spannend, den Ort kennenzulernen, zu sehen, was da ist, sich in die Situation hineinzufühlen. Das ist so der Kern, sage ich mal, von dem, was man erleben kann. Auch wenn die Untersuchung zeitlich gesehen nur einen kleinen Anteil ausmacht, ich sage mal so 10%, wenn es hochkommt überhaupt. Der Rest ist eigentlich Schreibtischarbeit. Und jetzt übergebe ich das Wort an Jan, der immer mit dabei ist und der würde euch mal sagen, wie er das so empfindet. Ja, ich bin der Jan und ich bin, glaube ich, fast schon Mitglied der ersten Stunde, würde ich fast schon sagen. Wir haben uns damals, ich glaube, 2010 rum kennengelernt, Eckbert und ich. Seitdem habe ich mich so ein bisschen dafür begeistert. Ich war ja auch schon selber so ein bisschen, sage ich mal, vorbelastet, was dann jetzt das Paranormale angeht. Oder zum Beispiel auch die Interessen Präastronautik zum Beispiel, Kryptozoologie und so weiter. Und ja, da sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann fing das so langsam an. Ja, hast du nicht Lust bei uns mitzumachen? Ja, warum nicht? Und ja, dann haben wir das so, sagen wir, auf die Beine gestellt. Dann fing es dann an mit einzelnen, sage ich mal, Anführungszeichen Aufträgen auf unserer alten Seite damals, wo wir uns dann einloggen konnten. Da konnten wir dann immer Sachen auswählen zum Bearbeiten. Da fing es dann bei mir mit dem Tatzelwurm, glaube ich, an, wo ich da auch einiges dann zusammengesucht hatte. Aber ich habe dann schnell gemerkt, Archivarbeit und, sagen wir mal, Recherche, nee, dafür brenne ich so gar nicht. Und ja, dann haben wir halt uns zusammengesetzt und ja, dann komm du halt mit auf die Exkursion, dann machen wir das Praktische und laden dann das, sagen wir mal, die Schreibarbeit und das Organisatorische lagern wir dann aus. Dafür haben wir dann andere Leute und ich bin dann quasi mit Eckbert immer unterwegs und ja, dann haben wir halt angefangen, das irgendwann aufzuzeichnen. Vor, lass mich lügen, 3 Jahren oder so, ja, so ungefähr. 2020, 2019, irgendwie sowas war das, glaube ich, rum. Und ja, das könnt ihr dann auf unserem Kanal sehen, wie das angefangen hat. Am Anfang dann noch ein bisschen, sagen wir mal, etwas kamerascheu, auf Bedacht, keine Fehler zu machen, nicht blöd rüberzukommen. Mittlerweile ist mir das eigentlich egal. Ja, die Untersuchungen laufen bei uns eigentlich immer relativ stringent ab. Erstmal die ganzen Sachen von A nach B, also meistens dann vom Auto zum Punkt, wo wir die Untersuchung machen, schleppen. Das ist dann immer etwas mühselig, weil das ja insgesamt so, ich glaube, 55 Kilo sind an Ausrüstung mit den ganzen Taschen, ne? Kamerataschen, Stativtaschen, Rucksäcke und so weiter. Aber das haben wir eigentlich relativ gut gelöst. Am Anfang hatten wir die großen Koffer. Das war immer sehr mühselig, damit dann die Berge hoch, die Berge runter, irgendwo durchkriechen. Ne?
Aber da kennt man ja, glaube ich, ne, von Urbex her. Wir sind ja meistens dann immer auf die Zufallsfunde aus, ne, dass wir zum Beispiel zu irgendwelchen Urbex-Spots gehen, da dann versuchen, etwas aufzufangen. Und ja, ich denke, wir haben doch relativ hohe, sag mal, Erfolgsquote, was man eigentlich gar nicht so denkt. Ne? Normalerweise denkt man immer so, ja, irgendwie ein Friedhof, das ist ja richtig der Hotspot, da muss man immer hin. Was totaler Quatsch ist, ne, in dem Sinne. Weil der ist ja nicht mehr gelitten worden, außer halt natürlich von Angehörigen eventuell. Ne? Da könnte man vielleicht was ausfinden. Aber ich meine, da waren ja schon die ganzen Leute schon tot. Ne? Meistens ist es dann immer, wenn man irgendwelche, sag ich mal, irgendwelche Häuser hat, wo etwa, wo jemand gewaltsam zu Tode gekommen ist zum Beispiel. Oder zum Beispiel ein Krankenhaus, ne, wo viel gelebt, gestorben, gelacht, gelitten und so weiter wurde. Ne? Das ist natürlich das Beste. Wie zum Beispiel jetzt auch die Sophienhallenstelle, ne? Was man da hatte. Ja, und dann, wenn wir dann da sind, bauen wir halt immer auf, gucken natürlich vorher. Ne? Ecki geht natürlich mit seiner Handkammer rum, ich dann mit den ganzen Messgeräten. Und bis dahin wird meistens noch gar nicht viel aufgebaut. Ne? Also da haben wir einfach nur unsere beiden Sachen rausgeholt, haben dann ein schönes Plätzchen gesucht, da wo wir dann alles gelagert haben, machen ein bisschen Licht, ne? Wenn wir es wiederfinden. Bestenfalls natürlich. Und gehen dann ein bisschen rum, gucken dann aus, ja, hier ist vielleicht ein Hotspot, wenn man ja schon messtechnisch was gefunden hat, ne? Mit dem Remmaster, mit dem K2, je nachdem, kennt ihr ja. Genau, da gehen wir halt dann rum. Und dann gucken wir, ja, wo macht es am meisten Sinn, Aufbauten zu machen? Was macht da am meisten Sinn? Ne? Ob wir jetzt einfach den Full Spectrum nehmen oder halt einfach nur die Sonys, ne, für ein normales Bild oder IR halt. Das müssen wir dann gucken. SLS macht natürlich nicht immer Sinn. Da braucht man halt einen am besten geschlossenen Raum. Die hat auch nicht unendlich viel Reichweite. Die braucht ein bisschen Abstand und so weiter und so fort. Da muss man immer ein bisschen gucken und das ist dann ungefähr so immer das Metier. Das fällt so ein bisschen in meine Richtung. Auch Eckbert macht da immer gut mit. Der hat da immer gute Ideen. Und ich gucke dann immer so ein bisschen, dass ich ihm da ein bisschen helfe und dann so ein bisschen, sagen wir mal, mitdenke. Ne? Weil der hat genug im Kopf, der gute Eckbert. Deswegen ist das immer so mein Metier. Und ja, ich fummel da meistens rum, bis es klappt. Und dann ist alles gut, dann nehmen wir auf, je nachdem. Und ja, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen eigentlich. Wir haben dann ne, unsere ganzen Sachen, zum Beispiel jetzt die Spirit Box, beziehungsweise das Portal ist jetzt ist relativ neu, der Bubadi ist relativ neu. Die kleinen, die Kontaktkugeln, genau, zum Beispiel Kontaktkugeln oder sowas, was wir jetzt noch nicht so oft benutzt haben. Ne? Freue mich auch schon drauf, die in Aktion quasi einzusetzen. Ist halt immer wie so ein neues Spielzeug, was man hat. Ne? Was man natürlich auch mit der Wissenschaft verbindet, das ist halt immer wieder was Neues, was Frisches, das macht auch Spaß dann. Ne? Und ja, ist das das Große und Ganze, was wir dann immer machen. Ne? Das ist dann halt immer von Ort zu Ort unterschiedlich. Ne? Wir treffen uns vor Ort. Also in der Regel hat dann schon vorab am Tag eine Ortsuntersuchung stattgefunden, so dass man dann halt sich nachher auch entsprechend gut orientieren kann in der Nacht. Wenn an Ort untersucht wird, werden verschiedene Abhängigkeit von der Geschichte, die es so dazu gibt, findet eine Geräteauswahl statt, die man nutzen möchte zur Untersuchung. Geräte werden dann aufgebaut und in bestimmten Zeitabständen dann auch abgelesen. Ja, da findet dann so ein Monitoring statt. Ich finde das immer besonders spannend, A, weil man nicht unbedingt immer Zugang zu diesen doch sehr teuren Geräten auch hat. Ja, und B halt da dann auch zu sehen, okay, da gibt es jetzt Reaktionen. Ne? Mir gefällt so ein bisschen das Zusammenspiel. Es gab vorab die Recherche, wir sind dann vor Ort, haben uns entschieden, wie die Untersuchung durchgeführt wird, dass ich da wirklich bei erfahrenen Leuten im Team bin, die das auch schon lange machen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, die gleichen sich halt nicht, die Untersuchungen. Es ist wirklich von Ort zu Ort unterschiedlich und die zu erwartenden Ergebnisse sind halt unterschiedlich. Ich würde sagen, am spannendsten ist es halt wirklich bei den Untersuchungen, wenn irgendeins der Geräte, ich sage jetzt mal einfach, anschlägt oder man auf den Geräten irgendeine Reaktion sieht. Das baut halt so eine Spannung über den gesamten Zeitraum der Untersuchung auf.
Die Recherchen können manchmal sehr lang sein, aber die Auswertung ist wahrscheinlich der größte und längste Teil und, simpel gesprochen, Schreibtischarbeit. Die Auswertung habe ich komplett alleine und ich mache das auch gern, auch wenn ich oft gestehe, mein Team hier gegenüber, dass ich dabei ab und an mal meckere, denn man steht durch die regelmäßige Uploadpflicht bei YouTube natürlich auch unter Druck. Man darf sich aber nicht unter Druck setzen lassen. Man kann nicht sagen, ja, okay, keine Ahnung, heute sichte ich mal die eine Kamera gar nicht, dann spare ich mir Zeit. So funktioniert das nicht. Die Zeit, die man dafür braucht, muss man sich dann halt aus seiner privaten Zeit leider nehmen. Das ist so. Deswegen insgesamt macht es Spaß, aber manchmal ist da schon ganz schön Druck dahinter. Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir, ich sag mal, 8 Stunden an einem Ort sind und da läuft permanent der Voice Recorder, eine Kamera, die alles mitfilmt, 1 bis 2 Kameras, die noch Monitoring machen, zwar nicht die ganze Zeit, aber sagen wir die Hälfte der Zeit, dann haben wir 3 mal 4 Stunden Kameramonitoring plus 1 mal 8 Stunden Audio-Monitoring. Das sind alleine schon, lass mich rechnen, 20 Stunden. 20 Stunden dazu, plus das, was noch mit der Kamera rumläuft, sagen wir mal 2 Stunden bis 4 vielleicht, 22 bis 24 Stunden. Das ist alles Material, das gesichtet werden muss. Und das ist wahrscheinlich anstrengender, als man glaubt. Also es klingt erstmal simpel, okay, man setzt sich hin und guckt sich halt ein paar Aufnahmen an oder hört zu. Aber es ist aktives Zuhören und Zusehen. Man kann nicht nebenbei was machen oder man darf seine Gedanken nicht fluktuieren lassen, was aber schnell geht, weil ich sage mal, schaut euch mal 4 Stunden einen leeren Gang an, in der Hoffnung, dass da was passiert. Das Gehirn von uns Menschen ist so konstruiert, dass es das langweilig findet und dann anfängt zu fantasieren. Zwar nicht rein optisch, aber man fängt an, über andere Sachen nachzudenken. Das muss man aber einigermaßen unterdrücken. Man muss halt aktiv dabei sein und das ist tatsächlich sehr, sehr anstrengend und auch sehr zeitraubend. Und man hört und schaut sich die Sachen nicht unbedingt einmal nur an. Wenn man da denkt, etwas zu sehen oder zu hören, dann spult man mehrfach zurück, schaut das an, bearbeitet Bild und Audio, die Qualität zu erhöhen, um zu sagen, okay, was ist das, vielleicht ist das doch was, analysiert es. Und, das muss ich dazu sagen, was auch dazu gehört, schreibt das Protokoll. Das Protokoll schreiben wir zwar allein schon aus wissenschaftlicher Genauigkeit, aber auch fürs BNBF, falls das Fragen hat, dann müssen wir natürlich ein Protokoll stellen. Und es ist schwer im Nachgang, das dann zu machen. Das Protokoll ist aber auch schon eine schöne Auflistung von Sachen, die man dann mit in das Video reinnehmen kann und damit eigentlich auch schon eine gute Vorbereitung dafür. Ja, das Video, das ist das, was ihr alle kennt. Das bedeutet im Prinzip alles, was wir in der Auswertung gefunden haben, die ganzen Aufnahmen gemacht haben, die werden zusammengeschnitten und ja, das mache ich. Ist eine Arbeit, die ich relativ gerne mache. Vorteil ist dadurch, dass ich natürlich die Auswertung auch selber komplett mache, habe ich alles schon, was ich brauche. Ich kann mir das selber angucken, ich weiß ungefähr, was war. Das erleichtert den Schnitt und ja, es gibt eigentlich viel zu sagen. Man macht einfach aus den Sachen, die man hat, holt man das Wichtigste raus. Ich versuche es immer auf 1 Stunde maximal zu begrenzen. Und wenn es mehr wird, versuche ich es dann halt in mehrere Teile zu machen. Das kennt ihr ja zum Beispiel von der Sophienheilstätte. Und ist natürlich auch ein bisschen tricky, aber ich habe mittlerweile so viel Übung im Schnitt, dass es eigentlich Routine ist. Und die ist eigentlich auch ganz angenehm und gehört natürlich mit dazu, weil ich möchte euch natürlich gerne präsentieren, was wir haben. Und da wir für die freie Wissenschaft stehen, möchte ich das natürlich auch möglichst gut dokumentieren. Und der Videoschnitt ist das Werkzeug dazu, was mir die Fähigkeit gibt, zu versuchen, es so darzustellen, dass ihr möglichst da gute Aussagen herausnehmen könnt. Ja, Social Media ist weit gefasst. Bedeutet erstmal für mich, ich mache YouTube, ich lade da die Sachen hoch, die Beschreibungen, Text und so weiter. Rede mit euch über den Kommentaren, sichte das regelmäßig und möchte natürlich auch, wenn ihr Feedback habt, gerade mal wenn ich eine Frage stelle oder wenn ihr eine Meinung habt, natürlich damit euch kritisch drüber reden. Ich freue mich über jede Resonanz. Das Team freut sich auch, die schreiben aber natürlich nicht mit, weil logisch, wir haben einen gemeinsamen Kanal und ich sage mal, ich bin das Sprachrohr nach außen zu euch und ihr natürlich dann zu mir. Aber wir haben auch noch einen zweiten Part, der ganze Social Media Bereich, wie Facebook und Instagram. Und das macht alles die Jasmin. Die nimmt das, was ich bei YouTube im Videoschnitt vorgefertigt habe, vor, nimmt sich die Thumbnails und orientiert sich an den Texten
und verwaltet aber diese Accounts. Ganz offen gestanden, weil das für mich auch eine dattelige Arbeit ist, die mir nicht besonders gefällt. Ich mag diese Oberflächen nicht wirklich. Deswegen bin ich sehr froh, dass sie mir das abnimmt. Und zu dem Punkt wird sie euch noch ein bisschen was erzählen. Social Media Bereich ist jetzt auch seit diesem Jahr vor allem so mein Bereich, den ich ein bisschen mitmache. Das heißt also, wenn ihr liest bei Twitter, Facebook oder Instagram, was wir gerade wieder Neues hochgestellt haben auf YouTube, dann wird es meistens von mir so ein bisschen aufgeschrieben an der Stelle, beziehungsweise ich poste es für euch, damit ihr wisst, was gerade neu auf unserem Kanal ist. Damit ihr ein bisschen mehr informiert über uns seid, dass wir euch breiter auch erreichen können an der Stelle, bin ich natürlich gerne bereit, da ein bisschen immer mit einzuspringen und halt eben euch auch irgendwo zu informieren, was wir gerade haben. Dazu muss ich aber auch sagen, ich bin reineweg nur sozusagen für diesen Bereich Facebook, Instagram und Twitter zuständig. Das heißt aber, alles, was ihr unter dem YouTube-Kanal lest, was beantwortet wird, das wird alles von Eckbert selber vorgenommen. Ich werde ihn höchstens vielleicht mal darauf hinweisen, wo er vielleicht noch nicht geantwortet hat, aber in der Regel ist Eckbert derjenige, der hier an der Stelle euch antworten wird. Ja, Forschung und Entwicklung ist ein Punkt, der so parallel zu dem Ganzen, was wir jetzt haben, abläuft. Der ist in der Chronologie nicht einzuordnen. Der läuft parallel und das ist mein Hauptpart. Das ist das, was ich im Kerngeschäft hauptsächlich mache. Das bedeutet, dass ich mich wirklich intensiv mit den Ergebnissen auseinandersetze. Ich lese sehr, sehr viele Sachen zu verschiedenen Versuchen, die es gab. Egal in welchem Bereich, Xenologie, Kryptozoologie, Phänomenologie, allgemein. Die ganz große Literatur, die nicht halt dazu dient, Untersuchungsorte zu generieren oder Akten anzulegen, sondern wirklich die wissenschaftlichen Grundlagen. Das mache ich, damit befasse ich mich intensiv und versuche unsere Ergebnisse in den Kanon einzuordnen und aus dem Gesamtbild von verschiedenen Studien, von Berichten, von dem, was wir erlebt haben, versuche ich Thesen zu formen und die zu überprüfen, was wir dann im Rahmen halt der Untersuchung machen, aber euch auch vorzustellen. Zum Beispiel ist bekannt die Seelenthese und die Energiethese. Ja, durch unsere Forschung haben wir aber die Dimensionsthese aufgestellt. Die kommt in den Theorievideos noch, wenn ihr das Video jetzt seht. Dürfte noch nicht online sein, das kommt später. Ist aber eine ganz wichtige Sache, weil sie viele, ich sag mal, Schwachstellen der anderen Thesen ausgleicht, die nur einen gewissen Geltungsbereich haben und nicht immer gelten, was natürlich für eine These immer sehr ungünstig ist. Und im Bereich der Entwicklung geht es halt sowohl in die theoretische als auch die praktische Entwicklung. Theoretische Entwicklung sind Handlungsempfehlungen. Zum Beispiel das Video hier könnte man als Handlungsempfehlung sagen, okay, das so schlagen wir vor, das ist für uns fundiertes Wissenschaftsarbeiten, ihr könnt euch daran orientieren, macht das. Oder aber der Parascore, den wir ja jedem zur Verfügung gestellt haben, das ist ein Resultat aus den ganzen Recherchen und Arbeiten, den wir entwickelt haben, um zu sagen, okay, das ist für uns ein Maßstab, den können wir wissenschaftlich vertreten, den brauchen wir. Die praktische Entwicklung. Das bedeutet also wirklich, praktische Anwendungsbereiche wirklich zu finden. Ich habe zum Beispiel Konzepte für diverse Geräte und Aufbauten. Wenn ihr jetzt wollt, zum Beispiel diese Laserschranke, der Shadowmaster, den ich verwende, der ist dafür gar nicht gedacht und der Laser auch nicht. Aber die logische Sache war, damit kann man kilometerlang einen Bereich überwachen, ob der durchschritten wird. Das ist eine gute Sache, das resultiert daraus. Oder halt die Entwicklung eigener Geräte und Techniken. Das ist alles, was so ein bisschen daraus resultiert. Und die Sache zwischen, wir möchten natürlich der Forschung weiterkommen, das ist so mein Part. Und die Sache, wir möchten aber auch alles präsentieren, euch zeigen und zur Verfügung stellen. Und das ist eigentlich das Kernprinzip von Forschung und Entwicklung, dass wir aus allem, was wir hier generieren, nicht nur euch natürlich unsere Ergebnisse zeigen und versuchen, diese für euch schon bereitzustellen, so gut es geht, damit ihr euch auch ein eigenes Bild machen könnt. Wir verlangen natürlich nicht, dass ihr unsere Meinung teilt, aber dass ihr zumindest seht, was wir uns dabei denken. Der Bereich Forschung und Entwicklung dient dazu, neue Techniken, bessere Herangehensweisen, simpel gesprochen Optimierung zu finden und die Parawissenschaft eigentlich das Grundgerüst zu geben, das jede Wissenschaft braucht, was aber bisher ein bisschen vernachlässigt wurde. Und ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Mal was komplett anderes. Und ja, ich sage mal so, wir freuen uns auf die nächsten 1000 Abonnenten. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns schreibt und sagt,
was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet, was ihr denkt oder auch nicht. Oder wir vielleicht, passiert auch mal, wir irgendwas im Video übersehen haben, was ihr vielleicht gesehen habt. Das ist schön, weil das, so ist eigentlich eine Community gedacht. Das ist kein Geben wie ein Fernsehsender, sondern das ist ein Geben und Nehmen, ein Zusammenspiel. Wir gehen für euch raus an die Untersuchungsorte und versuchen das alles zu analysieren. Und ihr andererseits unterstützt uns, indem ihr abonniert, indem ihr Rückmeldung gebt, indem ihr unsere Meinung sagt. Das ist ein Geben und Nehmen und das ist ein schönes Prinzip, was mir besonders gut gefällt und das möchte ich gerne beibehalten. Und deswegen danke an das gesamte Team von der Aufbaurecherche bis zur Social Media über die ganzen Untersuchungen und alle anderen Bereiche weg. Danke, dass ihr immer dabei seid. Alleine würde ich das definitiv nicht schaffen, weder von der Zeit noch von der Manpower. Und lieben Dank auch an euch, unsere Community, die uns so lieb unterstützt. Vielen Dank auch, dass ihr euch in den Kommentaren wirklich ordentlich verhaltet. Ich hatte bisher noch ganz, ganz wenige Sachen, wo ich sagte, okay, das muss raus, aber das waren in der Regel auch keine Abonnenten, sondern irgendwelche Phishing-Versuche etc. pp. Und wie gesagt, zusammen, denke ich, haben wir hier wirklich die Möglichkeit, weiter voranzukommen, die Wissenschaft nach vorne zu bringen. Und das ist nicht mein Verdienst und auch nicht nur von unserem Team, sondern von uns allen. Und daher auf meiner Seite ein ganz, ganz großes Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.